523:29 neue Bestzeit von Kimi Räikkönen in Q2. Die Mercedes legen vor, Räikkönen legt mit dem Ultrasoft kurz darauf nach und sichert mit einer 1:32.884 den ersten Platz. Dann kommt Vettel über die Linie und auch er kann mit seiner Runde zufrieden sein. 0,195 Sekunden fehlen ihm nur zu Räikkönen und das obwohl er die härtere Mischung fährt. Bottas liegt 0,8 Sekunden zurück, Hamilton über eine Sekunde, 223:26, auch Ricciardo mit Supersoft und auch Daniel Ricciardo hat zum Start von Q2 den Supersoft aufgezogen. Noch in der Box stehen Perez, Grosjean, Magnussen, Hartley und Verstappen. Den werden wir sicherlich auch nicht mehr sehen, nachdem er sich mit einem harten Ritt über die Kerbs das Auto beschädigte. 123:25 Q2 gestartet, Start von Q2. In den nächsten 15 Minuten geht es für die Fahrer um den Einzug in den Top 10. Mercedes fährt früh raus und versucht es mit dem Supersoft. Auch Vettel versucht es mit dem Supersoft, Räikkönen hat den Ultrasoft aufgezogen, 1823:20 Q1 beendet, die Zeit ist abgelaufen. Verabschieden müssen wir uns nach Q1 von Fernando Alonso, Sergej Sirotkin, Lance Stroll, Marcus Ericsson und Stoffel van Dorn. Die beste Zeit war Lewis Hamilton gefahren. Vettel war Dritter, 1623:17 Boxenfunk Lewis Hamilton, Verstappen hat sich in Kurve 15 Dekasekunden Auto beschädigt, weil er über die Kerbs gefahren ist, meldet man Hamilton ins Cockpit und weist ihn darauf hin, dass er die tunlichst vermeiden sollte. In der Box von Verstappen sieht alles danach aus, als wäre für ihn das Qualifying tatsächlich vorbei. Er verlässt das Auto und zieht sich in den hinteren Teil der Garage zurück, 1523:15 die aktuell Ausgeschiedenen noch knapp 3 Minuten verbleiben den Fahrern in Q1. Aktuell ausgeschieden wären Alonso, Sirotkin, Ericsson, Van Dorn und Stroll, 1223:13 Boxenfunk Max Verstappen. Bei Max Verstappen droht das frühe Ende des Qualifyings. Der Niederländer ist langsam unterwegs und meldet, dass etwas an seinem Auto gebrochen ist. Er vermutet einen Defekt an der Antriebswelle. Die Bilder sprechen aber eher für einen Bruch der Aufhängung. 923:09 neue Bestzeit von Lewis Hamilton in Q1. Mercedes legt los und lässt Ferrari nach dem ersten Schlagabtausch souverän hinter sich. Lewis Hamilton knallt mit einer 1:34.176 die neue Bestzeit hin, Valtteri Bottas ordnet sich auf Rang 2 ein, nachdem er 0,3 Sekunden langsamer war als der Teamkollege, 623:07 nur Grosjean fehlt noch, der Großteil des Feldes ist inzwischen unterwegs. Einzig Romain Grosjean aus dem Haas-Team fehlt noch, alle anderen sind zumindest schon eine Runde gefahren. 423:05 neue Bestzeit von Sebastian Vettel in Q1 ändert sich aber schnell, denn nun sind die Ferrari durch. Sebastian Vettel war eine 1:34.569 gefahren und ist damit der neue schnellste Mann. Pierre Gasly hingegen wird noch einmal eine neue Runde fahren müssen. Ihm wurde die Runde gestrichen, da er in Kurve 19 zu weit rausgefahren war, 323:04 erste Rundenzeiten stehen, die ersten Rundenzeiten in Q1 stehen. Pierre Gasly war eine 1:36.457 gefahren, Hartley war knapp langsamer, 223:00 Vettel unterwegs, auch Sebastian Vettel macht sich auf den Weg und beginnt das Qualifying. Er beginnt auf dem Ultrasoft. 123:00 Startqualifying, die Ampeln stehen auf grün, der Start des Qualifyings in Austin, TX ist erfolgt. Als erster Fahrer begibt sich Brendan Hartley auf die Strecke. Ihm folgt Teamkollege Gasly, 22:57 die Strecke gefahren wird auf dem Circuit of the Americas.
Die 5,513 Kilometer lange Strecke verfügt über 20 Kurven und ist vom bekannten Formel-1-Architekten Hermann Tilke entworfen worden. Ein besonderes Merkmal der Strecke ist auch die erste Kurve, in der es bergauf geht und deren Ausgang der Fahrer nicht einsehen kann. 22.54 Uhr Toro Rosso aus der letzten Reihe neben Sebastian Vettel gehen auch die beiden Toro Rosso-Fahrer mit einer Strafe ins Rennen. Sowohl Pierre Gasly als auch Brendan Hartley werden nach Wechseln von mehreren Motorenkomponenten das morgige Rennen von ganz hinten beginnen müssen. 22.48 Uhr wer bestimmt das Mittelfeld? Während vorne wie üblich Mercedes, Ferrari und Red Bull das Tempo bestimmen dürften, hat sich dahinter in dieser Saison ein enger Kampf entwickelt. Im Mittelfeld befinden sich mehrere Teams auf Augenhöhe und es verspricht wieder ein enger Kampf um die Plätze in der Top 10 zu werden. Force India, Renault, Haas und auch Sauber mischen darum mit 22.44 Uhr Vettel mit Bestzeit im 3-Training. Angesichts der Strafe ist es natürlich umso ärgerlicher, dass Ferrari nach einem unterirdischen Freitag heute die Pace gefunden haben zu scheint. Im 3-Training war Vettel mit 1:33.797 Minuten zur Bestzeit gefahren und hatte Teamkollege Räikkönen sowie WM-Rivale Hamilton hauchdünn hinter sich gelassen. Red Bull war nur dritte Kraft gewesen, 22:39 Uhr Strafe für Vettel. Für Sebastian Vettel will es in den letzten Wochen einfach nicht rundlaufen und irgendwas ist immer. Ausgerechnet in Austin, wo er abliefern muss, gibt es eine Strafe, weil der Ferrari-Pilot während einer Rotphase im 1-Training zu schnell gewesen war, muss er in der Startaufstellung 3 Plätze zurück. 22.34 Uhr der WM-Stand: Lewis Hamilton könnte an diesem Wochenende bereits den WM-Kampf entscheiden. Der Brite liegt inzwischen 67 Punkte vor Sebastian Vettel. Möchte er bereits in den USA den Titel vorzeitig holen, benötigt er am Sonntag 8 WM-Punkte mehr als Vettel. 22.30 Uhr Hallo aus Austin, hallo und herzlich willkommen zur Formel 1 aus Austin. Ab 23 Uhr steht das Qualifying für das morgige Rennen an.